Dieser Brief an die Philipper, den hat Paulus geschrieben. Und ihr werdet feststellen, der Paulus hat diese Leute in Philippi, das ist so wie der Bischof von Hannover hat die Gemeinde in Krelingen, da hat eine besondere Beziehung zu. Ja? Und der Paulus hat irgendwie eine besondere Liebesbeziehung zu dieser Gemeinde in Philippi. Das ist schon ein wesentliches Merkmal. Der hat die anderen Briefe sind alle so, ihr seid nicht so, ihr dürft da noch mehr nicht so nach euch selber gucken, sondern mehr nach Christus schauen, mehr nach Jesus gucken. Bei den Philippern ist es ganz anders. Da scheint es so zu sein, dass das Herz von Paulus und das Herz der Gruppe in Philippi, dass die Gleichklang haben. Vielleicht kennst du jemanden, hast du eine Freundin, mit der du total merkst, wenn ich mit der zusammen bin, da brauche ich gar nicht so viel reden. Wir verstehen uns total super gut. Und so geht es dem Paulus hier mit den Philippern. Die verstehen sich total super gut. Der erzählt ihnen eigentlich nicht, liebe Gemeinde, ihr müsst mal ein bisschen nur besser werden und ich kenne eure falschen Wege und also die kleinen Hintergründe, die euch alle durch den Kopf gehen, die verstehe ich. Ne? Da musst ihr auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Sowas steht da eigentlich nicht drin in dem Philipperbrief. Da steht drin, ich erzähle euch etwas, was ihr alle schon wisst. Und wir haben es so gut durch diesen Jesus. Also Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Vorstehern und Helfern. Weißt du, was ein Vorsteher und Helfer ist? Guck mal, Damaris ist zum Beispiel eine Vorsteherin von den ganzen Putzkladatsch da und sowieso. Das ist Damaris. Und die Helferin ist zum Beispiel deine Mama. So, das heißt, voll im Programm. Und denen schreibt er, ihr zwei, vergesse ich auch nicht. So macht der Paulus das. Der vergisst das einfach nicht. Wer hier wo an dem Platz ist und wer da alles schön zusammen an derselben Sache arbeitet. Und das ist wunderbar. An derselben Sache zu arbeiten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist natürlich auch eine wichtige Stelle. Viele Menschen wollen Hilfe von Gott haben, aber vergessen, dass Gott auch ihr Vater sein möchte. Ohne Papa geht es auch nicht. Ja? Also Gott ist schon eine tolle Sache. Und da weiß man dann, Gott hat die Welt geschaffen. Ne? Der große, das alles und diesen großen Himmel und so. Boah, da kriegt man schon andere Gefühle, wenn man da abends mal drauf guckt. Ne? Aber viele Menschen vergessen, Gott möchte dein Papa sein. Gott möchte nicht, dass du die Hände so faltest, sondern Gott möchte, dass du den Papa in den Arm nimmst. Das ist ein Unterschied in der Beziehung mit Gott. Habe deinen Gott in den Armen. Falte nicht deine Hände, sondern nimm Gott, dein Vater, in den Arm. Das ist das, was der Paulus sagt. Das ist Standard bei uns hier in Philippi oder auch in den anderen Gemeinden. Dürfte es der Standard sein, nehmt Gott als euren Vater in den Arm. Hast du Gott schon als Vater in den Arm? Muss ich jetzt so fragen, du hast. Tradition, evangelistischen Gründen. So, also, nimm Gott den Vater in den Arm. Und von diesem Gott haben wir Gnade. Von diesem Vater und von diesem Jesus Christus. Das war der erste Sohn von Gott, Jesus Christus. Ja? Und wir sollen alle die zweiten und dritten Söhne sein. Oder auch Töchter, können wir sagen. Du sollst also auch eine Tochter und eine Schwester von Jesus sein. Halleluja. Diese Gnade mit denen und Friede. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Ja, also es gibt so ein Gelaber so im Christentum, man kann auch noch verloren gehen. Paulus erzählt dir genau das Gegenteil. Der das Werk bei dir angefangen hat, der wird das schaffen bis an den Tag Christi, dass du dranbleibst. Stimmt ja. Ja?
Der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Wenn du natürlich das Werk angefangen hast, dann kann es natürlich sein, du bleibst auf der Strecke mit deinem Glauben. Wenn Jesus Christus das Werk in dir angefangen hat, dann wird bis zu dem Tag entweder, wo du zu ihm gehst oder wo er zu uns nochmal kommt, um die Erde aufzurollen, wie wir am Anfang gehört haben. Da wird irgendwann Himmel und Erde vergehen. Aber du wirst nicht verloren gehen können. Es ist unmöglich. Seine Werke gehen nämlich nie verloren. Und wenn sein Werk in dir begonnen wurde, bleibst du bestehen in Ewigkeit. Ja? Oder wie Kinder gerne sagen, dann sehen wir uns im Himmel wieder. Absolut. Ist nicht mein Terminus, aber kann man sich so denken. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke. Also er denkt, dass in Philippi das Werk von Gott begonnen wurde durch Jesus. Er denkt das von den Philippern. Er merkt das. Die spüren eine Liebesbeziehung untereinander. Obwohl Paulus so weit weg ist. Der ist nämlich gerade im Gefängnis, aber das ist eine andere Geschichte. Und die in Philippi, die haben das gehört, dass der im Gefängnis ist. Und der war sogar ein bisschen zerredet worden, dieser Paulus. Das heißt, er war nicht nur im Gefängnis. Natürlich war er im Gefängnis wegen dem Evangelium, aber es gab genug Leute, die sagten, ach nee, der hat auch so richtig so einnehmende Spur laufen, da war so schlechte Rede, so ein bisschen. Und die Philipper ließen sich nicht abbringen, die wussten, warum ihr Paulus im Gefängnis war. Dann haben sie gleich einen hingeschickt. Ne? Denn die Gefängnisse waren früher so, dass man den Leuten da zu essen, zu trinken und Kleider, Wäsche wechseln und alles. Ne? Also Wäsche, kennst du ja unten von unten, wo man mal arbeitet, ne? Da muss die Wäsche dann gewaschen werden und das macht keiner früher. Heute im Gefängnis, da bezahlen wir das alle aus dem Steuersäckel. Die Unterbringung unserer Gefängnisleute etc. Da muss dann richtig gerechnet werden. Aber damals musste sich jemand um die kümmern, sonst liefen die echt da nicht so sauber rum. War so. Ja? Heute läuft das alles über unsere Steuern ab. Ja? Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch denke. Ja, es ist recht und billig, dass Paulus so denkt, dass Christus das Werk bei denen angefangen hat, weil er es einfach merkt. Er sieht es. Man kann es merken. Weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft. Ja, hier ist die Bestätigung, der ist in Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Ja? Also nicht die Liebe soll wachsen, wie gerne rausgelesen wird, sondern, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde. Also das heißt, wir betätigen uns innerhalb des Reichtums der Liebe, die schon in uns steckt. Wir betätigen uns innerhalb der Liebe, die durch Gott in uns steckt. Wir können das Ding richtig zum Expandieren bringen, diese Liebe Gottes. Ja, das ist die Nachfrage Gottes an uns. Lass es expandieren. Lass es explodieren. Ja, es darf reicher werden. Reicher werden, nicht die Liebe, sondern die Erkenntnis und die Erfahrung. Wenn ich das nicht probiere, ja, ich spreche die Frau an, die fleißige Frau spreche ich an, Namen weiß ich immer noch nicht, muss ich auch nicht wissen, weil ich bin eh vergesslich. Ja? Und so arbeite ich ungefähr seit einem halben Jahr daran, dass zwischen uns die Liebe sich entfaltet. Mit dieser Frau da, ja. Immer versuche ich dann so Kontakt, ich suche mir einen raus und dann arbeite ich ein bisschen daran, wie ich mit meiner Liebe da noch so ein bisschen, dass die sich ausbreiten kann bei dem anderen, ja. Und irgendwann laufen wir auf demselben Liebesteppich rum. Ja? Geschwisterlich ist das gemeint natürlich. So, und wenn ich das mache, dann kann ich prüfen, Vers 10, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Also schon wieder dieser Tag Christi, ne? Wenn Christus wiederkommt oder wenn wir zu ihm gehen, was immer. Ne? Du kannst dann prüfen, wenn du mit dieser Liebe, mit dieser Expansion, mit deiner Liebe, die Gott dir gegeben hat, wenn du die investierst, wenn du, dann wirst du merken, in diesem ganzen Umgang miteinander, wirst du merken, dass du weißt, was das Beste ist, was gut ist für uns.
für unser gemeinsames Leben auf dieser Erde. Du spürst es dann ab, weil du dann auch kennenlernst. Ja? Und das ist das. Und dann weißt du, wie du mit jedem einzelnen Menschen anders umgehst. Weil jeder hat eine andere Kontaktnähe. Der eine möchte gerne auf einen Meter begrüßt werden und der andere möchte umarmt werden. Das kriegt man dann so raus, mit und mit. Wie man nah, sich auch nahe ist, sich zu vertrauen. Und das kriegst du dann raus. Wenn du das bei deinen Freunden probierst, das ist ein hartes Feld, ja, zu probieren mit den Freunden, mit den Bekannten, mit den Arbeitskollegen, Liebe zu investieren. Das ist ein hartes Arbeitsfeld. Ich meine, ich kann auch in meinem kleinen Bereich bleiben und sagen, ich mache meinen Job gut, der andere sieht das, der lobt mich dann, der Vorsteher, und sagt, Job, ey, aber ich möchte Herr Rick heißen. Ich möchte nicht jetzt von meinem Vorsteher so Dagobert, ne? Und so weiter. Und ich möchte auch nicht über meine Frau reden, über meine Kinder mit dem Vorsteher. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Solche Nähe möchte ich nicht. Ich bin noch nicht so weit. Es gibt manche Kinder im Kindergarten und in der Schule, die trauen sich nicht. Und andere gehen gleich los und suchen Kontaktnähe. Investieren. Und dann kriegst du raus, was gut ist und du kannst es auch prüfen. Und wenn du das machst, steht dir, dann wirst du merken, dass bei dir etwas passiert, was an dem Tag Christi ihm sehr gefällt. Du wirst merken, was ihm sehr gefällt an dem Tag Christi, weil du selber zu jemandem geworden bist, der immer mehr mit dem Herzen Jesu rausgefunden hat, weil er sich getraut hat, Liebe zu investieren, zum Nächsten zu geben. Ja, auch zu den etwas zurückhaltenden Menschen. Und du wirst merken, es reinigt deinen Kopf, es reinigt deine Vorstellungen. Und du merkst, du stößt nicht mehr so oft an beim anderen, weil du ihn langsam kennenlernst. Und auch akzeptierst, wenn er sagt, bis hier oder einen Meter Abstand oder lass uns knuddeln, Rudel knuddeln, komm her und so weiter. Ne? So, ja, aber die Situation muss passen und das merkst du. Wie merkst du das? Weil die Liebe in dir drin ist, weil du sie probierst. Du fragst mal nach. Ja? Guten Morgen, fleißige Frau. Und dann frage ich so nach und dann gucke ich mal, wie nah ich da noch ankomme. Jetzt kommen wir zu Vers 11, den letzten Vers. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Oh. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Will ich dir gefallen? Mache ich das, um bei dir ein bisschen sympathisch rüberzukommen? Oder mache ich meinen Job und alles zur Ehre und zum Lob Gottes? Ich kann es nur auf eine Art zur Ehre und zum Lob Gottes machen, nämlich erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Wenn ich nett bin zu dir, bin ich vielleicht für eine halbe Stunde witzig, aber dann gehst du auch lieber am Spielplatz, das sag ich dir. Ja. Aber wenn du merkst, dass das, was dir entgegengebracht wird, woanders herstammt, nämlich von deinem Herrn, von diesem Jesus, der dir vielleicht weit entfernt ist oder bei euch ganz nah ist. Wenn das eine Frucht ist, wenn an einem Baum eine Frucht ist und ich nehme diese Frucht ab und nehme diese Frucht zu mir, dann wachsen nachher meine Haare besser, meine Fingernägel, meine Gripszellen werden besser, wenn ich auch ein bisschen in der Sonne bin, weil Vitamin und Sonne und alles macht, dass ich fröhlich werde und dass ich besser denken kann. Oder Vitaminsaft, Orangensaft, das sind von der Frucht. Und die Frucht der Gerechtigkeit, die Früchte, das sind übrigens Früchte, die muss man in sich tragen. Die Frucht der Gerechtigkeit ist nicht etwas, was ich im Himmel ganz toll finde. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Cool, das macht mich religiös. Aber die Frucht des Kreuzes, die macht mit mir was, in mir drin. Das geht über jede Religiosität hinaus.
die macht was mit mir. Und wenn dieses, was Christus am Kreuz verbracht hat, ja, nur ein schummriges, nebeliges, mystisches Ding ist, dann verändert es mich nicht. Und ich selber kann mich auch nicht verändern. Ich kann nicht netter werden. Aber die Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus gibt Gott Ehre, weil er mich netter macht. Weil er in mir die göttlichen Vitamine entfaltet. Amen. Und damit wir es gleich ein bisschen üben können, haben wir Listen und jetzt beten wir. Dann halt, wir sprechen mit Gott und mit Jesus. Und dann hat jemand uns eine Liste aufgeschrieben, wo auf der anderen Seite der Erde Menschen Probleme haben. Auch weil sie eben Jesus lieb haben, aber wir wollen nicht, dass die Jesus lieb haben.